Hallöchen und willkommen zurück zu Rust. Und ja, wie ich erwarte euch hier in den ersten Sonnenstrahlen wieder auf unserem Stein. Die Sonne geht auf und es wird ein super Tag, hoffe ich jetzt erstmal. Wir hatten ja in der letzten Folge ein bisschen Ressourcen gesammelt, deswegen kann ich hier jetzt auch eine Hatchet bauen. Das ist eine... Wo ist sie? Hier dafür brauche ich Animal Fat, dann kann ich so viele craften... Das ist das Low. 10 kann ich craften. Gut, dann craften wir die kurz mal. Und dann wollte ich mir die Hatchet bauen. Die. Wie heißt die nochmal? Ach, Cloth braucht man hier auch für. Okay, dann gibt's eine Flasche draus. Es gibt jetzt Fuel, das ist Benzin. Damit kann man einen Ofen bauen. Sehr gut. Jetzt habe ich 10 davon. Sehr, sehr, sehr geil. Aber das craftet alle auf einmal. Das ist sehr gut. Und dann war da noch was anderes. Wo ist die Hatchet? Hier, Stone Hatchet. Genau, die crafte ich mir jetzt auch noch. Das ist die Axt, die ich schon lange wollte. Und you've woken up from 3 minutes of unconsciousness. Warum war ich 3 Minuten? Boah, was bauen die denn da hinten? Guckt euch das mal an, da links. Also da, ich weiß nicht, ob... Nee, meine Maus solltet ihr eigentlich nicht sehen, aber da hinten links in der linken äußeren Ecke... Gut, dann nehmen wir das hier. Den Stein brauche ich nicht unbedingt mehr. So, und dann die Hatchet aufs 1. So. Gut, jetzt habe ich auf der 1 habe ich meine wunderprächtige Hatchet. Die sieht schon mal super aus. Will hier gleich ein bisschen Holz sammeln. Das geht auch bedeutend schneller als mit dem Stein, muss man sagen. Und auch das Jagen müsste damit auch bedeutend schneller gehen. Noch mehr Holz, noch mehr Holz, noch mehr Holz, noch mehr Holz. Komm. Bis nichts mehr geht. So, jetzt ist nichts mehr da. Und jetzt will ich noch ein bisschen Steine suchen, weil ich will ja hier irgendwann mal einen Furnace bauen, damit ich mir Eisen schmelzen kann. Ich habe ja ein bisschen was von Eisen gefunden. Hier, guck mal. Sulfur, Stones. Ist weg. Aber das scheint eine gute Zone zu sein. Ich glaube, ich bleibe erstmal hier. So, da sind aber schon viele Häuser mittlerweile. Ah, sehr, sehr uncool, muss ich sagen. Aber ich nehme jetzt mal wieder so auf, bis ich keinen Bock mehr habe. Also beziehungsweise bis es wieder Nacht wird, weil nachts aufzunehmen bringt mir nicht sonderlich viel. Vor allen Dingen, wenn ich dann rumrenne. Dann. Das bringt überhaupt nichts. Ich sehe dann vor allen Dingen auch nichts und hier sowieso nicht. Ist da vorne ein Stein oder ist das ein Busch? Sieht aber, ich muss sagen, das Spiel sieht wirklich gut aus. Also, das... Gibt nichts daran rumzumeckern, ehrlich gesagt, was die Grafik angeht. Es ist natürlich nicht super hammermäßige Grafik, aber ich find's schön. Ich find's ansprechend. Da ist wieder ein Haus. Mann, überall Häuser. Überall Häuser. Und Steine. Ich würde halt gerne irgendwo eine Zone finden, wo es wirklich viele Steine. Kein Mensch. Ich denke mal, die Taktik wäre die, dann zu spielen, wenn die Leute nicht spielen. Dann trifft man auch ganz bestimmt auf niemand. Ist das hier vorne? Ist das ein Gebäude? Oh, Radiationszone, geil. Radiationszonen sind meistens auch ein Hinweis auf Zombies. Und Zombies, boah, eine Fabrik, geil. Eine Fabrik. Zombies haben eine geringe Chance, alle Gegenstände in der ganzen Welt von Rust auf sich zu tragen. 28 Dings habe ich Radiationen. Bisschen aufpassen, dass ich hier nicht direkt in die Radiationszone reinrenne. Ich bin jetzt hier so ein bisschen am Rand, so wie es ausschaut. Oh, das ist ein Gegner. Also ein Typ. Weg. Auf V kann ich mit dem sprechen. Jetzt gerade, ob ich... Hello down there?
Please don't kill me. Dude, I don't mean you no harm. Na gut. Dann lasse ich den mal in Ruhe. Ich will dem ja nichts machen. Ich hoffe nur nicht, dass der mir jetzt in den Rücken fällt, wenn ich jetzt hier wegrenne. Bitte nicht angreifen, bitte nicht. Der stand da plötzlich. Ja, da kann ja jeder kommen, gell? Aber die Fabrik macht mich jetzt trotzdem ein bisschen an. Aber ich weiß nicht, ob das schlau ist, da hinzugehen. Sammeln wir noch ein bisschen Holz hier. Mit einem halben, also mit einem halb schlafenden Auge, würde ich jetzt mal sagen. Wie die Katzen. Ich will nicht, dass der mich irgendwie angreift oder so. Das wäre mega scheiße, wenn ich hier... Ich habe ja gar nichts. Also es lohnt sich nicht mal, mich zu killen, Leute. Ist der noch da oben? Hier ist noch ein Haus. Der ist einfach weggerannt oder war das ein Zombie? Ich glaube nicht. Aber Zombies sehen irgendwie anders aus. Die gehen auch anders. Die sind so ein bisschen gebückt und so ein Scheiß. Die hässlichen. Bei die Fabrik würde ich mich mal entdecken. Hello! Ah, das ist ein Zombie. Ja! Erster Zombie gekillt. Was hat er dabei? Granola Bar. Hier und was ist das? Can of Beans. Ich würde sagen, die essen wir gleich auf der 6. Ich kann mich aber auch nicht verbinden. Das, oder doch, auf der 2, genau. Und dann nochmal was essen. Das war jetzt eben mein Zombie, wie meinte ich. Eat. Ja, mehr Essen bringt jetzt auch nicht viel. So, wenn das Leben grün ist, dann lädt es sich auch wieder. Also wenn ich voll gegessen bin, dann lädt sich das Ding auch wieder auf. Okay, Zombie. Erste Zombie-Begegnung. Da ist noch eins. Und da noch eins. Wollen wir es wagen, die anzugreifen? Ja, es kommt. Komm, komm, komm. Komm. Fick dich! Oh, shit! Auli, fuck, sind die stark! Und ich bin tot. Nein, jetzt hatte ich meine Hatchet... Oh, shit. Camp respawn. No valid camp. Und dann spawn ich halt hier wieder. Toll. Was habe ich jetzt dabei? Ist mein Inventar noch da? Natürlich nicht. Mein ganzes Inventar ist weg. Scheiße. Nein, ich hatte noch so hart gearbeitet für den Scheiß. Mann! Mann. Ich dachte, okay, jetzt habe ich ja eine Hatchet, dann kann ich ja auch Zombies erlegen. Und beim ersten hat es ja auch ziemlich gut geklappt, aber der zweite mit 2 Schlägen. Ich hatte 100% Leben. Der Sack hat mir einfach... Mann! Wie zum Teufel soll man denn dieses Spiel überleben? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Hier ist nichts mehr zu holen. Gibt's ja auch Steine irgendwo. Natürlich nicht. Steine ist ja irgendwie so das Seltenste, was es überhaupt gibt in der ganzen Welt. Kriege ich ja noch mehr Eisenerz und so einen Scheiß. Womit ich jetzt ohne Blueprints überhaupt nichts anfangen kann. Sorry. Das ist schon wieder ein Kack-Zombie. Fick dich. Ja, wenn der mich jetzt angreift, dann bin ich eh gelackmeiert, dann habe ich eh keine Chance. Oh, guck mal hier. Wird jemand ein Häuschen gebaut? Das klaue ich hier, also auch wenn da was drin ist, dann klaue ich bestimmt nichts.
Das asozialen Leuten Sachen klauen. Da ist ein Stein. Kann man den abbauen? Oh, ein Kackwolf! Scheiße! Ich sterbe eh gleich wieder. Stirb! 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 Und ich bin tot. Alter! Das ist ja echt mal eine Scheiße. Die Todesparade. Ist ja geil. Spawn ich halt wo irgendwo. Das spielt ja gar keine Rolle, Mann. Ich gehe ja sowieso ständig drauf. Wo bin ich jetzt gespawnt? Hier. Hier, ach was. Echt jetzt? Hier bin ich gespawnt? Ja, Mann. Hier bist du gespawnt. Das war auch ein Stein, den man abbauen konnte. Mann, Mann, Mann. Ich kann mir echt nicht wirklich was bauen. Also es ist frustrierend. Ich komme ja nicht mal an Materialien ran. Ich bräuchte 1000 Sachen. Ich weiß nicht, wie die das hinkriegen. Ich denke, wie kann man sich ein... Also ich müsste mir irgendwie eine Basis bauen und dann die aufrechterhalten, da so einen Vorrat an Materialien ansammeln, damit ich dann auch da wieder spawnen kann und dann so eine Grundausstattung an Materialien habe. Aber wie kriege ich das hin, wenn ich ständig sterbe? Das ist jetzt die Frage, ne? Mann. Vor allen Dingen ist jetzt meine Hose weg. Jetzt bin ich wieder nackig wie ein Pavian-Arsch. Jetzt haben wir so lange keine Zombies getroffen und plötzlich hier spawnen wir irgendwie dreimal am Rande einer Zombie-Zone. Ist auf jeden Fall mal eine Straße. Soll ich dir mal folgen? Kackwölfe gibt's ja auch und Bären gibt's auch. Alle wollen mir ans Leder. Also an die Haut oder an meinen Arsch. Ich weiß ja nicht. Gut, dann sammeln wir hier noch. Übrigens, die Leute, die hier Rust cool finden, die mögen vielleicht auch mein anderes Let's Play zu 7 Days to Die. Das ist ein, naja, ähnliches, ein bisschen seltsam. Aber es ist nicht wirklich ähnliches Spiel, aber es ist... Es geht so in eine ähnliche Richtung, möchte ich mal sagen. Also auch da muss man Materialien sammeln, gegen Zombie bestehen. Da sind Zombies halt ein wichtigerer Bestandteil des Spiels als hier bei Rust. Ein Turm. Gibt's hier echt Fahrzeuge oder sowas? Das wäre richtig übel. Eine Map gibt's ja auch nicht. Ich dachte, boah, jetzt hast du eine Headshot, jetzt kannst du dir... Da unten irgendwie Steine oder sowas? Oder ist das Holz? Das ist ein Stein, den kann man abbauen. Sogar mehrere Steine. Guck ich doch mal an, das ist eine geile Zone. Ich denke, ich werde mir hier ein Häuschen bauen oder sowas. Hier. Ich brauche 5 Steine. Dann kann ich mir eine Hatchet bauen. Und dann werden wir uns... Ich muss, glaube ich, wohl oder übel mir einen Schlafsack irgendwo bauen. Eine Hütte oder sowas. Ich will Stones, 2 habe ich. 1 Stone, 3. Dann hier vorne vielleicht noch ein paar. Wäre noch easy. Dann könnte ich mir nämlich direkt eine Hatchet bauen. Ich dachte eigentlich, die Benchen wären irgendwie das Problem, oder es scheint nicht unbedingt der Fall zu sein. So, jetzt habe ich genug Steine. Kann ich mir nämlich die Hatchet bauen. Hier, Crafting. Stone Hatchet, danke, Craft. Das ist übrigens, was ich euch zeigen wollte, ist, wenn ich hier crafte, dann bin ich voll langsam. Dann kann ich mich nicht, also kaum bewegen. Also wenigstens kann ich mich noch bewegen, aber nicht wirklich schnell. Noch mehr Stones. So. Gut, dann kann ich hoffe, dass ich mir dann bald mal... Also hier in der Straße ist vielleicht ein bisschen blöd, aber... Naja, was soll's. Nehmen wir den mit. Hier den Stein raus. Hatchet eingepackt. Und eine Furnace kann ich mir noch nicht bauen, aber ich Stone, Wood. Okay, aber Wood kann ich jetzt ja sammeln, wie bis ich grün werde. Geht ja definitiv schneller mit der Hatchet. Was zu essen brauchen wir auch noch gleich. Täusche ich mich oder kriege ich mit der Hatchet mehr Holz aus einem Baum raus als mit dem Stein? Falls Minjas das sieht,
kann er mir ja in den Kommentaren schreiben, der hat ja mehr Erfahrung als ich. Übrigens, Minias, bei dem könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Guckt mal auf YouTube unter Hirnsturz zockt. Ein sehr geiler Kanal, wie ich finde. Ich mache jetzt so ein bisschen Werbung in eigener Sache. Also nicht in eigener Sache, sondern in Sache Freunde von mir. So. Der hat nämlich auch Rust Let's Plays. Auch ein bisschen erfahrener als ich. Mit mir habt ihr halt einfach Let's Plays von Anfang an und ihr lernt das Spiel auch mit mir kennen. Bei Minias, der ist schon ein bisschen fortgeschrittener im Ganzen und hat viel mehr Ahnung als ich von dem Spiel. Also wenn ihr da ein bisschen ein fortgeschritteneres Let's Play angucken wollt, dann seid ihr bei ihm richtig. So, hier nichts mehr zu holen. Jetzt hatte ich aber echt Glück. Jetzt bin ich genau da gespawnt, wo es direkt Steine gab und so ein Scheiß. Ist gut. Holz brauche ich und Mengen von. Dann baue ich mir irgendwo eine Hütte. Aber die spawnt ja wieder, haben wir ja festgestellt. Nach einer gewissen Zeit. Hunger habe ich auch schon. Nichts mehr zu holen. Gut, Tiere. Viecher. Aber jetzt geht's, also ich denke mal, man muss sich so eine Art Grunderfahrung aneignen für das Spiel. Da hinten ist noch ein Stein, den hole ich mir auch gleich noch. So eine Art Grunderfahrung für das Spiel aneignen und dann kommt man eigentlich relativ fix zum Ziel. Was liegt da oben? Ist das eine Blume oder sowas? Da liegt da was anderes. Das sah so aus, als ob da was liegen würde. Hier. Hier liegt ein nackiger Typ. Warum liegt der hier? Wurde der gekillt? Ist der Mensch, der ihn gekillt hat, noch hier in der Gegend? Oder whatever ihn gekillt hat? So, 624 Hunger, also Food haben wir noch. Sammeln wir hier noch die Steine. Viel Spaß demjenigen, der uns unseren Körper findet vorhin, wo wir all die Sachen hatten. Gut, jetzt habe ich ja viel mehr als vorhin, wobei außer Essen habe ich weniger. Ja, täusche ich mich oder waren wir hier schon mal? Da unten. Ich könnte mich natürlich auch täuschen, aber ich habe das Gefühl, hier waren wir schon mal. Also hier in der Gegend. Jetzt brauche ich aber Tiere. Und keine Wölfe, wenn es geht. Oder Bären oder so ein Scheiß. Das habe ich überhaupt keinen Bock. Die waren ja irgendwie eher so im Wald oder ja. Da unten vielleicht. Ist da unten was? Da unten ist auf jeden Fall ein Tier. Nur ist jetzt die Frage, ist das ein Bär oder was anderes? Ich habe so das Gefühl, es ist ein Bär. Guck mir das ein bisschen aus der Nähe an. So nicht direkt ganz aus der Nähe, sondern nur so ein bisschen aus der Nähe. Ja, hier waren wir doch schon. Wir sind doch, da sind wir, bin ich heute gerade früh gespawnt hier hinten. Hier gibt's Holz. Da hinten bin ich gespawnt. Ich wusste es, dass ich hier war. Okay, aber dann könnten wir theoretisch... Könnten wir uns ja unseren Körper zurückholen, wobei... Ne, ist das schlau? Dahin gehen, wo die Zombies waren? Ich habe so meine Zweifel daran, dass das eine schlaue Idee ist. Da ist ja noch ein Stein. Alter Schwede. Ah ne, ist Holz. Da ist ein Stein. Also die Gegend ist echt geil, also die Gegend ist super. Also wenn es jetzt nur noch Tiere gäbe, dann wäre ich restlos glücklich. Kann man vielleicht sonst was essen? Außer Tiere? Ich finde das mit dem Hunger schon ziemlich krass, muss ich sagen. Dass man da so schnell Hunger kriegt. Ja, das ist hundertprozentig ein Bär. Und sonst sehe ich ja auch nicht wirklich viele Tiere hier. Ah doch, anscheinend doch. Nur wo? Ist er da vorne neben dem Holzding? Hä? Wo zum Teufel bist du? Ja, der ist da, da ist er. Guck mal hier. Oder? Quatsch. Wo zum Teufel bist du? Egal.
Da unten ist ein Schwein. Autsch, shit. Fallschaden, sehr gut. Jetzt kann ich nicht mehr gehen, das ist ja super. Das ist auch ein Wolf. Schande, Schande, Schande. Kann ich mich vielleicht... Wie kann ich mich verarzten? Bringt das was? Nicht wirklich, gell? Aber ich kann immer noch schnell schlagen. Ich hole mir jetzt das Vieh und wenn es nicht... So, jetzt habe ich mich so halbwegs geheilt. Ja, er trifft mich halt, ne? Gut, ich bin tot. Super. Ja, dann würde ich sagen, das war's vorerst mal von mir mit Rust. Wenn ihr gute Tipps habt, schreibt die mir unten in die Kommentare rein, wie ich denn zum Teufel irgendwann mal auch über das langweilige Holz- und Steinsammeln hinwegkomme oder hinauskomme. Darüber bin ich sehr, sehr dankbar und dann sehen wir uns auch bestimmt in den nächsten Wochen wieder. Also in den nächsten Wochen, in der nächsten Folge wieder, wenn ich mal ein bisschen mehr über das Spiel weiß und besser damit klarkomme, wie man jetzt genau damit umgehen soll. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich bin Mystic von TR Gaming. Wenn euch das gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert doch meinen Kanal. Bis dann, Leute. Adios.